heute machen wir Krapfen und keine Karpfen. Für die Krapfen brauchen wir einmal ein Mehl, eine Milch, ein Germ, eine Butter, einen Rum, 80%igen, eine Zitrone, einen Vanillezucker, einen Feinkristallzucker, Salz und ein Ei. So, fürs Dampfel brauchen wir natürlich einmal die Germ. Dann machen wir in Mehl eine Mulde. Da werden wir sie gern einbröckeln. Mit einer bisschen einer Milch vermischen wir das Ganze. Wir haben jetzt verknetet mit den Händen. Der Ansatz vom Dampfel schaut so aus. Da legen wir jetzt ein Tuch drüber und werden das bei ca. 30 Grad Raumtemperatur, also Temperatur, einmal gehen lassen. In der Zwischenzeit, wo das Dampfel schon im Herd drinnen ist, 10-15 Minuten, werden wir den nächsten Arbeitsschritt machen. Da werden wir den Zucker, Feinkristallzucker, mit 6 Ei dottern und 2 ganze Eier. Die schlagen wir jetzt da über Dampf. Kann man natürlich im Mixer nehmen oder mit der Hand aufschlagen. Ich würde jetzt den Mixer nehmen, solange sie einen Strom haben. Über Dampf ist es jetzt warm geschlagen. Die Masse wird jetzt weiß. Weiß deshalb, weil Luft hineingeschlagen worden ist. Die Temperatur für den Ganzen soll ungefähr 30 Grad haben. Hier hinein kommt jetzt die restlichen, die nächsten Zutaten. Wiederum den Vanillezucker. Und die Zesten von einer Zitrone. Wenn die gewaschen ist, gibt es natürlich jetzt den Reiber, den Zestenreiber. Ich würde aber trotzdem empfehlen, fahrt mit dem Messer drüber. Das Gelbe, das ist die Zeste. Das ist genug. Die aufgeschlagene Eidottermasse, geben wir jetzt die restliche Milch noch dazu, verrühren das gut. Das Ganze ist jetzt noch immer gut temperiert, also sprich, es ist nicht eiskalt, es ist nicht mehr 30 Grad, aber es hat noch immer eine sehr angenehme Temperatur für einen Germtag. Ein Hammer. Auf los geht's los, wir nehmen den ersten Dampf raus und jetzt vermischen wir alles miteinander. Gemisch. Jetzt haben wir schon Salz dazu. Das vermischen wir jetzt, das schlagen wir an mit dem Kochlöffel. Und die Butter kommt jetzt dazu. Die Butter, auch hier nicht zu heiß, nicht zu kalt, flüssig soll sein. Dann jetzt mit Mehl ein bisschen drüber stauben und geben es dann wieder ins Rohr rein, bei 30 Grad. So, den Germtag einmal auszunehmen, nachdem es das erste Mal aufgegangen ist, also nach dem Dampfen, aufmachen. Perfekt. So schaut es dann aus. Jetzt haben sich da beim Germtag große Blasen gebildet. Um diese großen Blasen in viele kleine zu machen, deshalb tut man den wieder zusammenschlagen. Und durch die großen Blasen, die verteilen sich jetzt dann. Und da gibt es viele kleine, dann beim nächsten Mal aufgehen. Somit wird er feinbordiger, der Teig. Mit Mehl stauben, zudecken und rein wieder. Ab in den Urlaub. Und da lassen wir es nochmal aufgehen. Jetzt hat circa eine Stunde im Ofen drinnen, nachdem wir ihn schon einmal zusammengeschlagen haben. Ist nochmal aufgegangen. Jetzt haben wir den Teig raus, die Arbeitsfläche bemehlen. Den Teig rausnehmen. Und jetzt wird er ein bisschen zusammengeknetet. Jetzt machen wir zwei Versionen. Einmal ist die geschliffene Version und die andere ist die gestochene Version. Die geschliffene Version ist die etwas aufwendigere Version, aber die Originalversion. Und die ausgestochene Version ist Plan B. Wir teilen den Teig einmal und werden ihn jetzt portionieren. Das ist für den geschliffenen, portionieren wir den Teig zu 45 Gramm. Den Teig hernehmen und am Stand drehen. Kann man nicht runter tun, sonst hält er nicht. Er muss am Stand bicken. Jetzt wird er geschliffen, mit Daumen fahre ich immer wieder unten rein. Die setzen wir jetzt auf ein meliertes Blech drauf. Füllen wir ihn immer. Und mit diesem sogenannten Schluss, das nennt sich Schluss dann da unten, nach unten, setzt man das auf. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Mehl drüber streuen. Flachdrücken, das ist jetzt wichtig. Das Flachdrücken ist ganz wichtig, sonst wird der Krapfen nur rund. Aber ein richtiger Krapfen ist nicht rund. Dirndl drauflegen und ab in den Backofen oder heraus stehen lassen. Es sollte nur nicht ein Kartzug sein. Jetzt kommt Plan B, ausgestochen, den Teig ausrollen, bemehlen, locker machen von unten, umdrehen, nochmal Mehl drauf tun. Nicht zu viel, aber nicht wenig. Jetzt mit dem Ausstichsatz draufgehen.
ausstechen. Kirchel drauf und ab in das Backrohr wieder. Die Füllung für die Krapfen, nicht die Karpfen, Marmelade. Bei der Marmelade verwendet sie eine fein passierte. Die kann man jetzt natürlich ein bisschen verfeinern, noch mit einem Rum, wenn man das möchte. Kommt immer halt darauf an, wer das essen wird. Die Marillenmarmelade stellen wir uns auf und werden sie erwärmen. Nur nicht zu heiß, wenn es zu heiß ist, dann kann man den nicht halten mit dem Dressiersack. Die Marmelade wird jetzt warm gemacht und mit einem Schneebesen ein bisschen verschlagen, dass keine Breckerl drin sind. Zum Halten vom Dressiersack, so hält man den Dressiersack. Jetzt, dass unten ein Glas drin, kippe ich das nach oben und ziehe mir das so im Finger ein und gieße ich die Marmelade rein. So, wenn es jetzt zu heiß sein sollte, spürt man das eh gleich. Dann stellen wir Öl auf, wo wir den rausfrittieren. So, das ist jetzt ungefähr ein Liter Öl. Den erhitzen wir jetzt auf eine Temperatur von ca. 160 Grad. Jetzt habe ich zum Beispiel so einen Stichthermometer nicht daheim. Klassiker, Kochlöffel, einhalten und ich sehe, wie das Wasser, was im restlichen Holz drinnen ist, wie das zum Schäumen beginnt, der Kochlöffel. Das ist ungefähr die Temperatur, hier in unserem Fall ganz genau, 160 Grad. Die Kropfen aus dem Backrohr wieder raus, leicht aufgegangen sind jetzt da. Mit der Oberfläche noch zuerst ins Öl einlegen, das ist der Schluss oben, das vorsichtig einlegen. Ein Deckel drauf, ganz wichtig. Und 3 Minuten bei geschlossenen Deckel einmal garen lassen. Nach 3 Minuten nehmen wir den Deckel runter. Und dann, wenn wir Glück haben, dass es schon vorleinig umdreht, wenn nicht, dann helfen wir einer, dann drehen wir es um und lassen es dann die zweite Hälfte, die nächsten 3 Minuten, ohne Deckel. So, jetzt nehmen wir die Kropfen raus. Und ganz schön ist jetzt zum Sehen, der weiße Strauch, der weiße Rand. Ups, da legen wir es auf, jetzt zum Abtropfen ein wenig. Einstechen, eindrucken, fest andrucken. Da passt schon was ein in den Kropfen.